Cashflow von 1 Million, weil ich das Gaskraftwerk gerade ausgeschaltet habe. Wir können die Steuern senken! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2, meine lieben Freunde. Wir haben Geld. Wie ist das denn passiert? Dazu komme ich gleich. Ich kann an der Stelle gleich mal sagen, es ist kein Cheat. Ich habe ein bisschen Wachstum generiert in der Stadt, anscheinend auch durch das AKW bedingt so ein bisschen. Und wir haben jetzt mehrere Projekte. Wir sehen im Hintergrund einen Tornado. Das wurde auch gefragt, ob ich mit Katastrophen spiele. Ja, ich spiele mit Katastrophen. Muss ich auch mal dazu sagen, aber bisher hatten wir Glück, die sind bisher noch nie im Stadtgebiet so aufgetreten. Wir haben das AKW gebaut am Ende der letzten Episode und der Export vom Strom ist gedeckelt beim AKW. Wir können nur maximal 1 Million City-Credits exportieren an Strom und deswegen haben wir jetzt Spielraum, um unser altes Gaskraftwerk abzuschalten tatsächlich, das sich ja immer noch relativ nah am Zentrum der Stadt befindet, was eigentlich schlecht ist, weil wir haben nämlich gleichzeitig auch ein Problem mit der Umweltverschmutzung. Hier haben wir sogar schon Bodenverschmutzung. Das dehnt sich ja immer weiter aus, je länger die verschmutzenden Betriebe in der Stadt aktiv sind. Wir hatten bisher halt immer das Glück, dass der Wind die Verschmutzung entsprechend Richtung Küste treibt so ein bisschen, also eher so seitlich weg. Und die Wohngebiete fangen ja erst so ein bisschen nördlich von dieser Gegend hier an. Das heißt, wir haben hier nur so einen kleinen Streifen, der von der Verschmutzung betroffen ist. Aber die Verschmutzung wird, je länger die halt läuft, immer dichter, immer schlimmer. Und auch dann die Bodenverschmutzung, die fängt dann irgendwann an stark zu werden. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dass wir verschmutzende Betriebe abschalten oder direkt rückbauen. Und zwar mindestens bis zu dieser Straße hier. Das sollten wir auf jeden Fall tun, das ist ganz wichtig. Und das Gaskraftwerk abschalten. Jetzt aber nochmal ganz kurz zum Geld. Ihr seht, ich habe 1,5 Millionen und es steigt brutal an. Wir haben 420.000 Cashflow. Wir hatten gerade kurzzeitig sogar auch schon mal über 500.000 Cashflow plus. Wie ist das zustande gekommen? Es sind tatsächlich die Steuern vor allem. Also es sind tatsächlich die Einnahmen über die Steuern, die diese hohen Einkünfte erzeugen. Denn wir haben jetzt nämlich seit neuestem haben wir ein sehr großes Bürogebiet. Das hatte ich ja am Ende oder in der letzten Episode, in einer der letzten Episoden habe ich dieses Bürogebiet ausgewiesen. Und die Nachfrage ist da extrem hoch, insbesondere um die Universität drumherum. Der Standort spielt da sicherlich auch eine Rolle. Und ja, das hat dazu geführt, dass wir jetzt bei Büros, wo wir ja eigentlich praktisch keine Einnahmen hatten bisher, haben wir plötzlich, wenn wir hier mal in die Besteuerung reingehen, 400.000 plus. Und das sind wahrscheinlich diese 400.000 Überschuss, die wir jetzt generieren. Und das, obwohl ich die Steuersätze nicht ein einziges Mal angehoben habe. Es kam auch einer in den Live-Chat und meinte irgendwie, ja, du musst deine Steuern auf 13% annehmen. Wenn du das nicht machst, spielst du das Spiel falsch, weil die kannst es immer bis auf 13% anheben und dann sind die auch nicht böse oder so. Ja, aber ich gehöre zu den Leuten, die sich sagen, warum soll ich meine Bürger auf meine Kosten benachteiligen, indem ich die Steuern anhebe? Ich kann die Steuern auch einfach so lassen, wie sie sind und einfach dafür sorgen, dass Betriebe sich ansiedeln, dass die Bevölkerung wächst, dass auch hochwertigere Betriebe in höheren Klassen sich ansiedeln. Und das erreiche ich halt, indem ich die Nachfrage befeuere und nicht dämpfe, indem ich die Steuern anhebe. Und dadurch, dass dann einfach mehr Einnahmen im Stadtgebiet generiert werden von den Betrieben und von den Leuten, die da wohnen, und auch mehr Umsatz gemacht wird, profitiere ich als Stadt ja automatisch davon, selbst wenn ich die Steuern nicht anhebe. Grüße gehen raus an alle Sozialisten da draußen, die immer sagen, wir müssen die Steuern weiter anheben. Nee, müssen wir nicht. Überhaupt nicht. Ich habe sie nicht ein einziges Mal angehoben. Ich habe trotzdem Einnahmen wie Heu. Ja, und es steigt trotzdem noch weiter. Und deswegen, weil das so geil ist, weil diese Strategie so geil funktioniert, werden wir sie genau weiterfahren. Ich habe übrigens auch nicht ein einziges Sozialamt in der Stadt. Das auch nochmal so an der Stelle. Genau, jetzt nochmal schnell hier das Gaskraftwerk abschalten. Muss nämlich nicht sein. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir in City Skylines 2 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir City Skylines 2 spielen. So, das Ding ist jetzt außer Betrieb. Hört das denn jetzt auch mal auf zu qualmen, wenn das außer Betrieb ist? Ich sehe irgendwie das immer noch qualmen.
Was ist da los? Ah, es hört jetzt hier, hört es, glaube ich, auf. Ja, okay, es hat gestoppt, alles klar. Viele sagen immer, du musst die Steuern anheben. Nur wenn man die Steuern anhebt, dann läuft das richtig. Nee, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Steuern müssen runter. Runter müssen sie. Wir können sie sogar eigentlich nochmal absenken, wenn ich mir das hier so angucke. Wir haben einen verdammten Cashflow von 1 Million, weil ich das Gaskraftwerk gerade ausgeschaltet habe. Guckt euch das an. Wir können die Steuern senken. Steuersenkungsoffensive. 1% runter auf alles für alle. Und jetzt geht's richtig ab, meine lieben Freunde. Jetzt geht's durch die Decke. Ich sag's euch. Jetzt kommt die. Jetzt geben wir den Sozialisten den irrigierten Mittelfinger ins Gesicht. Pass mal auf. Jetzt machen wir das hier richtig hardcore. Jetzt kommt der Turbokapitalismus, meine lieben Freunde. Turbokapitalismus wird gestartet jetzt. Hier, jetzt bauen wir hier alles. Jetzt brechen hier alle Dämme. Jetzt geht's richtig rund. Jetzt kommt das Wachstum in die Stadt. Ich sag's euch. Ich mache jetzt hier gleich nochmal einen Park. Warte mal. Wir machen hier nochmal einen Park in die Ecke. Guck hier jetzt und hier jetzt gleich nochmal dichte, dichte. Nee, warte, halt nicht hier hin. Moment, ich wollte, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Genau, ich wollte ja hier den Streifen entindustrialisieren. Genau, das wollten wir machen. Das wollten wir machen, hier diesen Streifen Industrie wegmachen. Genau, und eigentlich auch noch diesen Streifen Industrie hier wegmachen. Das sind die Sachen, die wir. Hier, genau, da machen wir hier nämlich dann noch Bürofläche hin. Das ist eine gute Idee. Und hier auch noch Bürofläche. Industrie weg. Oh ja, jetzt habe ich hier schon gesetzt. Nein, nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Stopp aus. Pui. Spielbär, Kondensation. Nicht durchdrehen jetzt. Nicht eskalieren. Eskaliert wird später. Eskaliert wird, wenn die Steuereinnahmen steigen. Hier guck, genau. So, hier machen wir jetzt noch Büros hin. Nice. Auch schöne Dichte, genau. Die hohe Dichte wird da hingebaut. Und dann läuft das, meine lieben Freunde. Weniger Steuern, gleich mehr Leute, mehr Geld. Genau so läuft das nämlich. Mehr Wachstum. Mehr Einnahmen, Einnahmen steigen und ich kriege ja sowieso die Prozente an den Einnahmen, die mehr reinkommen. Ja, das ist ein Prozentsatz. Das heißt, wenn mehr reinkommt, dann ist das, was über den Prozentsatz generiert wird, auch wieder höher. Es ist wichtig, dass man das im Kopf behält. Das ist halt nicht ohne. Genau, so, jetzt wollen wir mal hier gucken. Wir brauchen noch mehr Kommerz, meine lieben Freunde. Und wir können mal hier eigentlich eine richtig schöne große Kommerzzone aufbauen, weil hier ist nämlich alles grün tatsächlich, sehe ich gerade. Schön hier in diesem Streifen. Ich muss aber sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die Gewerbegebiete irgendwie doch auch von der Größe, also von der Höhe der Gebäude, irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen unspektakulär sind. Also ich meine, die Wohngebäude können richtig große Wolkenkratzer generieren, die Bürogebäude können richtig große Wolkenkratzer generieren, aber die Gewerbegebiete irgendwie nicht so richtig. Das ist ein bisschen schade. Das ist schon irgendwie ein bisschen schade, muss ich sagen. Wie sieht denn eigentlich so die Geländeaufwertung aus? Okay, also hier könnte man noch ein bisschen das Gelände aufwerten, definitiv. Hier könnte man auch noch aufwerten. Ich will mal gucken, können wir einen kleinen Park hier vielleicht mal noch irgendwie hinbauen? Oder vielleicht hier direkt noch einen Platz neben. Ah, nee, warte mal, das ist ja hier die Bahnstation. Da müssen wir ein bisschen freilassen. Noch machen wir mal hier den Park hin. Genau, dann haben wir hier das Gebiet auch noch ein bisschen aufgewertet. Genau, und das zieht auch, glaube ich, Kundschaft an, tatsächlich. Weil das sind ja Freizeiteinrichtungen, auch Einrichtungen, die interessant sind für Touristen. Und das ist dann auch wieder ganz gut, um Geschäftstätigkeit zu beleben, tatsächlich. Wenn jetzt irgendwo so ein Gebiet ist, wo vielleicht nicht mehr so viel los ist mit Kundschaft und so, dann kriegt man das damit dann belebt. So, wir sehen jetzt hier, es dünnen sich langsam die Industriegebiete aus. Das ist gut. Das ist ganz ausgezeichnet, das ist ganz hervorragend. Und der Cashflow, alter Schwede, der Cashflow. Ich habe jetzt ja gerade eigentlich Industrie rückgebaut, aber wir haben trotzdem gigantischen Cashflow. Es ist unfassbar, meine lieben Freunde, es läuft. Es läuft so wahnsinnig gut. Machen wir mal hier den noch weg, genau, und machen hier noch ein Bürogebiet hin jetzt. Mit hoher Dichte am besten. Ich muss nur ein bisschen aufpassen wegen dem Verkehrsaufkommen. Das steigt dann, glaube ich, ziemlich schnell, wenn man diese Gewerbegebiete oder Bürogebiete mit hoher Dichte baut, glaube ich. Das ist dann schon ein bisschen so ein Ding. Das muss man ein bisschen auf dem Zettel behalten. Ach ja, und das andere Problem war der Müll. Ich erinnere mich. Der Müll, der Müll. Da müssen wir auch mal was tun. Die Deponie ist nämlich voll. Und das Lager ist auch schon voll. Das heißt, der Müll müsste sich irgendwann auch zurückstauen, was tendenziell nicht so gut ist. Da müssen wir mal was tun. Haben wir die Möglichkeit, Recycling-Schrei zu falten? Ach, das haben wir schon. Warum haben wir das noch nicht gebaut? Wegen dem Geld, genau. Das war zu teuer, genau. Ich erinnere mich. Da sollten wir. Ha, warte, bevor wir das bauen, erstmal speichern, wegen Absturzgefahr. Es ist immer noch nicht so weit, dass wir einen Day-One-Patch am Start haben.
Deswegen müssen wir da jetzt mal ein bisschen aufpassen. Also, ich würde sagen, wir bauen das mal direkt neben die Mülldeponie, weil wenn die Mülldeponie geleert wird, wäre es vielleicht ganz gut, wenn der Weg zum Recyclingzentrum relativ kurz ist, würde ich sagen. Wir können ja die Mülldeponie dann auf lange Sicht auch leer machen, eigentlich. So, genau. Recyclingzentrum. Müssen wir da jetzt noch irgendwelche Richtlinien machen? Ich glaube ja, tatsächlich müssen wir da eine Richtlinie erlassen. Wir können schon mal im Hochschulviertel, was ja das einzige Viertel ist, was wir bis jetzt haben, schon mal die Recyclingverordnung aktivieren. Das ist ganz wichtig, damit die auch Müll trennen. Ja, wir brauchen auch eigentlich mal mehr Viertel, ne? Fällt mir mal so auf. Machen wir mal hier das Viertelerstellungswerkzeug. Und dann sagen wir mal, orientieren wir uns mal hier so ein bisschen an den großen Straßen. Ah, ne, jetzt habe ich das Viertel größer gemacht. Ah, das ist aber auch egal. Das können wir eigentlich auch mal machen direkt. Dass wir das direkt einfach mal ein bisschen größer machen. So. Und dann erstellen wir einfach ein neues. Industriespezialisierungswerkzeug. Definiert einen Bereich der Industriespezialisierung. Aha. Sie können ein Spezialindustriegebiet nach seiner Erstellung jederzeit anpassen. Was habe ich denn da für Optionen? Für Anpassungsoptionen? Das gucken wir uns gleich noch an. Ich würde sagen, ich möchte erstmal jetzt noch das mit den normalen Stadtbezirken erstmal machen. So, fangen wir mal hier an, genau, und tingeln uns mal hier ran an das bereits Existierende. Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, wo genau die Grenze ist. So, dann machen wir auch gleich mal Parkgebühren an für den Standstreifen und Recycling. Da können wir hier noch ein paar Details einstellen. Denn beim Parken nehmen wir mal hier den Preis nach oben, damit die sich auch immer schön ins Parkhaus reinstellen. Ganz wichtig. Und nicht einfach da irgendwie an den Rand stellen. Genau. Das Parkhaus ist ja schon voll. Da passen ja nur 160 Fahrzeuge rein ins Parkhaus. Warte mal, wie viel passt denn auf so einen großen Parkplatz? Moment, auf so einen großen Parkplatz passen, glaube ich, mehr Fahrzeuge. Wo haben wir denn hier mal einen großen? Hier ist ein mittelgroßer, glaube ich. 105, ah, okay, es ist ein bisschen mehr als im. Aber das kann ich noch erweitern, oder? Warte mal, das kann ich, glaube ich, noch erweitern. Das kann ich eine Autowaschanlage. Das Anbieten von Autowaschdienstleistungen in einer Waschanlage führt dazu, dass mehr Autofahrer ihre Fahrzeuge. Ja, warum nicht? Machen wir das mal gleich. Ich glaube, wir brauchen noch ein Parkhaus tatsächlich. Machen wir das mal. Da habe ich übrigens festgestellt beim Parkhaus, das habe ich im anderen Spielstand festgestellt, dass es eine gute Idee ist, Parkhäuser an Einbahnstraßen zu platzieren, damit man immer eine Richtung in der Zufahrt hat, damit die nicht blockieren so sehr. Komm, das machen wir jetzt gleich mal. Bauen noch mal ein Parkhaus jetzt hier hin. Genau, dass wir das hier so dran bauen. Dann haben wir da die Einbahnstraße als Zufahrt und dann können sie hier rein und hier wieder raus und dann wird hier die Straße, die Hauptstraße, nicht durch die Autos blockiert, die ins Parkhaus wollen. Das ist übrigens auch bei den Parkplätzen eine gute Idee. Dass man halt diesen Zufahrtsverkehr zum Parkhaus möglichst umleitet, schon ein bisschen. Also weg von der Hauptstraße. Du kannst übrigens auch in das Parkhaus reinzoomen. Ja, das stimmt. Man kann das Parkhaus tatsächlich von innen sehen. Ja, das ist richtig. Man kann auch mit dem Fotomodus kann man auch in das ein oder andere Gebäude durchaus reingehen, ja. Es gibt Innenräume bei manchen Gebäuden. Das ist schon ja nicht so uninteressant tatsächlich. Ich sage ja, das Spiel ist schon echt schön. Das kann man nicht anders sagen. Also, wie gesagt, es ist visuell einfach sehr schick gemacht. Sehr detailliert auch. Man macht sich durchaus auch mal lustig über die Menschen, die da rumlaufen auf der Straße, ja, weil die halt einfach komisch aussehen und die Unterwäsche über den normalen Klamotten tragen. Aber ich meine, abgesehen davon ist es halt schon echt. Ich finde es ja generell krass, dass man da überhaupt die Leute so detailliert sieht, wenn man da auf der Straße sich das anschaut und so. Ja, ich finde das echt nice. So, jetzt haben wir ja die gröbsten Probleme erstmal behoben, würde ich sagen. Die Büronachfrage eskaliert so wahnsinnig. Wir müssen mehr Büros ausweisen und hier sind schon wieder Wolkenkratzer entstanden. Das könnte demnächst zu einem ja, nicht unerheblichen Verkehrsproblem führen hier, was wir hier gerade konstruieren, ja. Da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir das möglichst nicht dazu kommen lassen. Weil solche Bürowolkenkratzer produzieren auf jeden Fall sehr viel Verkehr. Ich glaube, wir machen das jetzt hier mal noch. Aber warte mal, stopp. Das ist ja hier eine breite Straße, genau.
Aber die könnten wir eigentlich noch mal verbreitern, oder? Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, obwohl hier ist das Straßenwartungsdepot. Ja, wobei, das könnte man eigentlich auch woanders hinbauen noch. Das Straßenwartungsdepot. Es muss nicht unbedingt an der Stelle sein. Das können wir auch mal ein Stückchen weiter wegnehmen, tatsächlich. Das ist auch schon voll ausgelastet, sehe ich gerade. Ziehen wir das mal hier unten an den Schniepel ran. Und geben dem mal noch eine Aufrüstung, dass das mehr Fahrzeuge hat. Genau, und dann können wir nämlich hier die Straße besser ausbauen noch. Die würde ich gerne breiter machen, tatsächlich noch. Ich habe das Gefühl, guck mal, die drängeln sich da jetzt schon. Das wird auf jeden Fall notwendig sein. Und dann wird hier der Industriestreifen auch nochmal ein bisschen kleiner. Lass das mal machen. Hier mit so einer breiten Straße, mit einer sechsspurigen Straße. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Überlappende Objekte, was? Hier kann er es machen, hier kann er upgraden. Hier kann er irgendwie nicht upgraden. Ich glaube, vielleicht hängt das hier mit zusammen, das können wir aber auch mal rausnehmen da eigentlich. Das ist da eigentlich auch nicht so, weil das macht nämlich Bodenverschmutzung. Hier, das ist das Klärwerk, genau. Das können wir mal mit nach hier hinten noch nehmen eigentlich. Weil da haben wir jetzt eh schon. Ja, wobei, vielleicht ist das keine gute Idee, alles so auf einen Haufen zu machen, was jetzt Infrastruktur angeht. Weil wenn nämlich doch mal eine Katastrophe da zuschlägt an der Stelle, dann haben wir alle Kläranlagen an einer Stelle. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Vielleicht die Kläranlage hier zu der Ölförderung machen. Da ist eh Umweltverschmutzung. Lass das mal so machen. Ich glaube, das ist schlauer. Lass das mal hierhin machen mit. So, und da haben wir auch noch Platz, um das auszubauen. Genau, haben wir beseitigt. Ist schon ganz schön teuer, auch so ein Gebäude zu verlegen. Muss man auch ein bisschen gucken, wegen Geld und so. Genau, jetzt müssten wir das machen können, oder? Das Gelbe wird abgerissen. Ja, aber wenn das rot markiert ist, wenn er einem sagt, dass überlappende Objekte im Weg sind, dann heißt es eigentlich, dass er das nicht macht. Genau, das macht er nicht. Das lässt er nicht zu. Das kann ich nicht machen hier, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Da muss ich die Straße wohl mal abreißen, da an der Stelle. Check's nicht so ganz. Was ist denn da nur im Weg? Oder ist es das Gelände allgemein vielleicht? Vielleicht ist es auch das Gelände hier, weil das geht hier so ein bisschen nach oben. Keine Ahnung. Weil hier kann er es machen. Na gut, dann machen wir es erstmal bis hierhin. Was soll der Geiz? Ja, ich glaube, so passt das schon mal. Da haben wir hier bei diesen wichtigen Straßen, haben wir schon mal jetzt ein bisschen das breiter gemacht. Und vor allem die Straßenbahn hat eine eigene Spur. Das ist auch wichtig. Weil sonst fährt nämlich hier auf den Straßen, fährt nämlich die Straßenbahn mit den Autos zusammen auf der Straße quasi. Und das ist dann für einen Verkehrsfluss nochmal schlechter. Deswegen ist das an der Stelle auch sehr wichtig, dass die Straßenbahn immer durchkommt halt, ne? Das müssen wir unbedingt berücksichtigen. So, damit haben wir die Industrie auch nochmal ein kleines bisschen weiter in die andere Richtung verschoben. Das ist auch gut. Lass doch gleich mal noch Bürotürme da ausweisen direkt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt hier an der Straße. Da können wir vielleicht eher Parks bauen noch, würde ich sagen. Oder Plätze oder sowas. Weil die Straße hier ist schon arg schmal. Auch die müsste man eigentlich auch nochmal vergrößern. Die ist auch noch zu schmal. Die hat ja hier drei Spuren und hier nur zwei. Die müsste auch noch ein bisschen breiter werden. Das können wir ja eigentlich auch mal gleich machen. Da ist nämlich gerade auch noch Platz. Und dann können wir hier vielleicht noch einen Kreisverkehr in die Mitte setzen. Besser ist das, würde ich sagen. Besser ist das. Überlappende Objekte. Was? Ach so, der Park. Ja gut. Den kann man vorübergehend auch erst wegmachen dann. Was ist das? Der Skatepark, genau. Das können wir dann hier ein Stück nach drüben versetzen, einfach. Hierhin, genau. Und den großen Park. Was? Waldbrand? Wo? Ach so, da hinten. Ja, ach, da kommt eh keiner hin, um das zu löschen. Ist aber auch interessant, weißt du? Der Tornado im Hintergrund, der wird nicht reportet. Das ist so wie, ja, ach, da ist ein Wirbelsturm, ist egal, interessiert keinen. Und bei dem kleinen Feuerchen an dem einen Baum, da wird gleich Alarm gemacht. Ah, da Feuer, Feuer im Waldbrand, riesiger Waldbrand. Ja, genau. Das ist auch interessant. Aber der Tornado im Hintergrund, der da immer rumschwirbelt, ja, egal. Tornado, ja, passiert, ist Wetter. Kann man die Geschwindigkeit auf Straßen einstellen? Du kannst kein Tempolimit machen, wenn das die Frage ist, aber du kannst diverse Sachen einstellen. Du kannst Abbiegungen verbieten, dass die nicht abbiegen dürfen. Du kannst halt ein Stoppschild setzen, ne, dass sie halt erstmal halten müssen, bevor sie abbiegen. Du kannst Ampeln entfernen oder hinzufügen und Zebrastreifen kannst du setzen.
Das ist so das, was du so machen kannst. Das ist schon okay eigentlich so für den Anfang, ja. Man muss natürlich berücksichtigen, Mods werden wahrscheinlich da auch nochmal Funktionalität hinzufügen, ne? So langfristig und ja, da kommt bestimmt auch noch einiges. Wie sieht es jetzt mit den Einnahmen aus? Ja, jetzt habe ich sie natürlich ein bisschen gedrückt, weil ich natürlich hier Industrie zurückgebaut habe jetzt, ne? Wegen den Straßen-Upgrade. Und die Bahnen halten hier jetzt genauso, wie sie es machen sollen. Und ich bin jetzt mit der Straße auch eigentlich sehr zufrieden. Und da können wir jetzt mal schauen, haben die jetzt hier schon die Büros gebaut? Die Büros sind schon im Bau, der absolute Wahnsinn. Und das müsste jetzt dann auch wieder mehr Geld in die Kasse spülen, wenn dann gleich die Firmen entsprechend da einziehen. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Was wir jetzt noch nicht haben und was wir vielleicht mal noch bräuchten, wäre eine Spezialeinrichtung. Wir haben ja jetzt sehr viel Geld und wir kriegen ja sehr viel Geld auch jetzt und wir kriegen tendenziell ja auch immer mehr Geld. Es gibt ja hier die Möglichkeit zum Beispiel, geh mal da weg, den Radioteleskop-Dings zu bauen. Das sind 3 Millionen kostet das. Ein geologisches Forschungszentrum könnten wir auch bauen. Wir könnten auch einen Hadronenbeschleuniger bauen. Gut, der kostet 4 Millionen, das ist natürlich krass. Wir könnten aber auch unsere Büroindustrie, also das sind ja vor allem Makler, Broker, Kanzleien, hast du nicht gesehen, also Finanzindustrie auch, könnten wir pushen, indem wir eine Zentralbank in unsere Stadt holen. Und ich glaube, die ist relativ erschwinglich. 2,4 Millionen. Da kriegen wir auch eine Gewinnsteigerung aus Exporten und Importe kosten weniger. Und der Darlehenszins sinkt stadtweit. Das würde auch bedeuten, also erstmal sinkt der natürlich auch für uns, aber ich nehme mal an, das führt insgesamt auch zu einem Wachstum bei den Betrieben, weil die ja da mehr Geld sich leihen können zu einem niedrigeren Zinssatz. Oder beziehungsweise das Geld, was sie sich leihen, kostet halt weniger. Die Kapitalkosten sinken. Das heißt, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Das könnte einen ziemlichen Einnahmenpush bedeuten. Bei 5% auf das Volumen, was wir jetzt schon machen beim Export. Warte mal, wo war das hier jetzt nochmal? Wo hat man das nochmal gesehen? Bei Produktion, genau. Also das Volumen, was wir jetzt hier schon machen beim Export, beim Öl vor allem und bei der Kohle, das könnte auf jeden Fall, wenn wir da 5% draufrechnen, nochmal einen ordentlichen Push geben, definitiv. Müssen wir nur auf 2 Millionen kommen. Aber wir sind ja hier auch gleich aufgestiegen von der Kreisstadt zur Großstadt, glaube ich. Oder mittlere Stadt, genau. Und dann kriegen wir ja nochmal direkt 3 Millionen. Dann haben wir ja die Zentralbank direkt drin von den Kosten her. Da müssen wir uns nur einen Platz noch suchen. Wir können ja schon mal das Gebiet uns freimachen. Ich würde vielleicht hier tatsächlich das Gebiet nehmen. Aufs andere Flussufer würde ich da vielleicht nicht unbedingt gehen, weil ins Industriegebiet will ich die Zentralbank jetzt auch nicht unbedingt bauen. Zur Not würde ich sie vielleicht einfach. Hier könnte man sie noch aufbauen. Da ist auch die Straße schön breit. Kommt jetzt auch drauf an, wie groß die ist. Wie groß ist die eigentlich, die Zentralbank? Ja, schon ein bisschen größer. Und die hat bestimmt auch noch Anbauten, schätze ich mal. Hier wäre natürlich auch ein schöner Platz in der Nähe von der Uni, ne? Aber in der Nähe von der Uni könnte man natürlich auch sowas wie eine technische Hochschule und medizinische Hochschule bauen noch. Ich schalte jetzt einfach mal hier noch die Gebiete frei, dass wir hier mal diesen ganzen Streifen noch dazu kaufen. Wie teuer wird denn das, wenn wir das machen? 300.000. Ja, warum nicht? Komm. Dann haben wir schon mal das Stadtgebiet vergrößert und dann können wir hier auch noch ordentlich anbauen. Ich würde mich freuen, wenn Bärensohn uns ein schönes Bankenviertel baut. Ja, wir sind ja schon dabei, ne, eigentlich. Das hier ist ja schon, geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ich finde das aber auch geil, wie diese riesigen Wolkenkratzer, diese Bürowolkenkratzer direkt neben dieser Schwerindustrie hier stehen. Ja, wobei, das ist eher Lebensmittelindustrie hier, wa? Half a grain, ja, das ist Getreide hier. Fertignahrung. Okay, das ist Holz. Stahl, Stahlindustrie noch einfach mit dabei. Auch gut. Das hier ist Industrie. Das Chemiewerk, stimmt, das macht ja auch Verschmutzung. Warte mal, das könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach unten stellen auch. So ein bisschen mehr in die Nähe von der Abwasseraufbereitungsanlage. Weil das macht schon ordentlich Dampf. Das sollten wir vielleicht mal noch verschieben. Und da werde ich jetzt aber noch mal kurz speichern vorher, weil, wie gesagt, es kann abstürzen, wenn man Dinge verschiebt auch oder große Gebäude
anbaut oder versetzt. Deswegen, wir machen das mal. Wir versetzen das mal. Das ist ja nur so ein Spezialgebäude jetzt. Das fügt ja nur da so ein bisschen so einen Bonus hinzu. Produktionsbonus für Spezialindustrie war das, glaube ich, was das hinzufügt. Genau, so, da haben wir das versetzt. Das ist schon mal gut. Das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Und dann haben wir hier schon mal einen schwerwiegenden Verschmutzer auch rausgenommen. Und dann sinkt auch tendenziell wieder die Bodenverschmutzung. Wirkt sich das eigentlich jetzt schon aus, dass wir diesen Industriestreifen hier weggemacht haben? Ja, das wirkt sich schon aus. Hier war ja vorher die Verschmutzung am Start, bevor, als wir da noch die Industrie hatten hier hinten. Und jetzt ist die Verschmutzung weg. Seht ihr das? Hier ist noch Bodenverschmutzung, aber das wird länger dauern, bis die weggeht. Bodenverschmutzung wegzukriegen ist sehr langwierig. Wenn wir jetzt mal hier das Overlay aufmachen, dann sehen wir, ja, von hier kommt jetzt halt keine Verschmutzung mehr dazu. Ne? Die wird ja auch so ein bisschen nach, zur Seite weggetragen auch noch. Also ich glaube, langfristig werden wir wahrscheinlich das hier auch noch wegmachen, diesen Streifen hier, und da lieber auch noch Büros aufbauen. Weil dann haben wir noch weniger Verschmutzungsthema am Start. Und tendenziell eher hinten anfangen mit dem Wegmachen und nicht hier drüben. Weil, also man sieht da so einen Kegel, ne? Man sieht, dass das so einen Kegel bildet. Und der Kegel beginnt natürlich hier hinten und wird dann immer breiter, je weiter das halt nach hinten läuft, also in die Richtung. Das heißt, wenn man hier anfängt, das wegzumachen, dann wird der Kegel tendenziell wieder schmaler. Und dann haben wir hier vielleicht schon das Problem gelöst, indem wir einfach nur diesen Block hier entfernen. Quasi. Also da muss man ein bisschen gucken, ja, dass man das strategisch auch macht. Die Umweltverschmutzung reduzieren. Das ist schon wichtig, meine lieben Freunde. Das ist schon wichtig. So, jetzt geht die Nachfrage nach Büro wieder runter. Und nach Industrie auch. Können wir noch mal ein bisschen Gewerbe noch platzieren? Gewerbe, da haben wir eigentlich eine konstant hohe Nachfrage. Hier beim Bahnhof, da haben wir doch noch ganz viel Space, der irgendwie noch sehr hoch nachgefragt wird irgendwie. Da haben wir nur keine Straße momentan. Das ist auch ein bisschen schwierig, da eine hinzukriegen, weil der Bahnhof halt im Weg ist. Warte mal, haben wir noch irgendwo eine gute Stelle, wo das geht mit Gewerbe? Hier ist noch eine... Ah, hier! Meine lieben Freunde, guckt euch das mal an. Das ist mal eine richtig geile Stelle. Okay, warte, da will ich Gewerbe haben. Kommerz, wie ich immer so schön sage. Auf jeden Fall haben wir das jetzt platziert. Jetzt steigt auch wieder die Büronachfrage. Dann lasst mal jetzt hier noch Büros aufbauen. Wir müssen mal ein bisschen schauen, wie sich das auswirkt auf den Frachtbahnhof. Es kann sein, dass wir den Frachtbahnhof vielleicht langfristig noch mal ein bisschen weiter nach unten nehmen. Eher so vielleicht dahin. Weil der kriegt ja hier immer weniger Fracht jetzt, wenn wir hier die Industrie zurückbauen. Ich meine, der kriegt hier noch von dem Betrieb, kriegt er noch was auch. Wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Müll aus? Ich zeniere hier die ganze Zeit und schwadroniere die ganze Zeit. Okay, Müll sieht eigentlich gut aus. Wir könnten hier nochmal die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen, indem wir eine Sondermüllsammelstelle noch dazustellen. Lass das mal machen. Und was ist hier? Lagererweiterung? Ja, können wir eigentlich auch gleich noch machen. Vielleicht lieber hier auf die Seite. Und was war das hier? Müllwagendepot. Haben die denn 3 von 10? Ich glaube, das ist noch nicht notwendig. Lassen wir das erstmal. Und wir können ja mal bei der Mülldeponie schon mal Leeren einstellen auch. Ah, jetzt plöppt der mir hier ins Bild rein. Das gibt's ja nicht. Stellen wir da mal Leeren ein. Da habe ich aber noch so den Eindruck, das funktioniert noch nicht so richtig. Also auch so die Logik von der Mülldeponie. Du kannst ja die Mülldeponie einfach abreißen, selbst wenn die voll ist. Das war ja im ersten Teil nicht so. Da konntest du die ja nicht abreißen, wenn sie voll ist. Aber hier kannst du das scheinbar einfach. Aber ich gewöhne mich mal jetzt lieber nicht dran, dass das geht. Wahrscheinlich ist das eher noch nicht implementiert. Ich leere die einfach mal und wir gucken. Wir lassen das einfach mal ein bisschen stehen, so wie das jetzt ist. Wie das jetzt gelehrt wird. Und schauen mal, ob das Recyclingzentrum in der Lage ist, dann das zu übernehmen und zu verwerten. Weil das ist ja letztendlich dann auch wieder irgendwie Rohstoff, schätze ich mal, der dabei entsteht. Wenn die da den Müll verarbeiten, ja. Also von daher sollten wir das mal machen vielleicht. Vielleicht sollten wir dann auch langfristig noch ein weiteres Recyclingwerk hierhin bauen auch. Dass das sich so ein bisschen verteilt auf 2 Werke. Dass die nicht nur alle in einer Ecke sind. Ist auch keine schlechte Idee. Und was ich auch noch überlegt habe, ist,
Da wir ja jetzt im Geld auch mehr oder weniger schwimmen schon wieder, wir sind ja schon wieder fast bei 300.000 plus, können wir eigentlich auch mal drüber nachdenken, Akkus zu bauen. Es gibt nämlich so Stromspeicherbänke, die man freischalten kann. Jetzt gerade kann ich das nicht, weil ich die Punkte gerade nicht habe. Aber, ach, die haben wir ja schon. Notstromaggregatstation, genau. Weil die können nämlich im Notfall Energie speichern, wenn jetzt zum Beispiel beim AKW, das ist ja jetzt unsere einzige Stromquelle, wenn man jetzt nicht das Gaskraftwerk als Notkraftwerk betrachtet, wenn das jetzt durch eine Katastrophe zerstört wird oder beschädigt wird, sodass es nicht läuft, dann hätte man dann über diese Akkugeneratoren noch die Möglichkeit, seine Stadt zu versorgen, ne? Und wir sind auch bald im Aufstieg begriffen wieder. Das ist auf jeden Fall auch cool. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum sie hier keine Bürogebäude aufbauen. Also keine Einzelhandelsdinger. Es gibt ja eigentlich Nachfrage, aber irgendwie die Zone hier wollen sie nicht bebauen. Das verstehe ich nicht so ganz. Kann das sein, dass das am Grundstückswert liegt schon wieder? Wir haben ja hier auch die Möglichkeit, noch einen großen Platz zu bauen vielleicht. Vielleicht wollen sie hier noch einen großen Platz haben. Ja, das ist wieder das Radio, ey. Die Radiomoderatoren. Was, ich finde, das Spiel sollte einen Koop-Modus bekommen, damit man mit Freunden zocken kann. Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen schocken, aber ich bin kein großer Fan von Koop-Modi, die einfach nur des Koops willen integriert werden. Ich finde, ein gutes Singleplayer-Spiel sollte auch ein gutes Singleplayer-Spiel bleiben. Und ich finde, Städteaufbau im Koop. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Also ich kann es mir nicht vorstellen, sage ich ganz ehrlich. Und ich finde auch nicht, jedes Spiel muss unbedingt Koop haben. Lieber einen gut gemachten Singleplayer als einen schlecht gemachten Koop-Modus, sage ich mir dann immer. Und ich meine, sowas wie Koop könnte eventuell ja auch als Mod kommen. Also ich finde, da müsste man jetzt als Entwickler nicht unbedingt viel Zeit rein investieren, um da noch einen Koop-Modus reinzuflanschen. Weil das nimmt ja auch wieder Entwicklungsressourcen weg vom Singleplayer. Und vom neuen Content vor allem auch, der ja tendenziell eigentlich wichtiger ist als irgendwelche Modi da noch. Genau, ich mache jetzt mal hier diesen Streifen noch zum Gewerbe. Ich verstehe gerade nicht, irgendwie wollen sie die Gewerbezonen irgendwie gerade nicht benutzen so richtig. Vielleicht brauchen die hier mehr Parkfläche noch. Hier haben wir zum Beispiel den Fehler gemacht, dass wir diese riesige Parkfläche haben, aber keine Zufahrtsstraße separat gebaut haben nochmal. Das heißt, wir sollten vielleicht das Parkhaus oder die Parkfläche hier lieber rausnehmen und da lieber so ein Parkhaus noch bauen. A Housing Shortage. Ja, wir haben Housing. Wir haben so eine hohe Nachfrage nach allem. So, jetzt müssen wir erstmal die Zufahrtsstraße machen. Ein Waldbrand schon wieder. Ja. Ist egal. Jetzt haben wir hier irgendwie. Ach, das ist wegen dem Gefälle. Warte, dann machen wir es ein Stückchen weiter nach vorne. Ja, das Gefälle kann einen manchmal einen Strich durch die Rechnung machen, tatsächlich. It's a question of priority. Genau, so, hier. Jetzt haben wir das nämlich in dieselbe Richtung gezogen, wie diese Straße hier auch ausgerichtet ist. Genau, so, jetzt können wir das Parkhaus bauen. So, schön das Parkhaus dahin. Nice, und die Waschanlage gleich einsetzen noch. Wunder nice. So, und jetzt können wir nämlich hier sagen, bei diesem Parkplatz, der hat ja, warte, der hat ja 300 Plätze, genau. 160 Plätze. Ich verstehe nicht so ganz, warum das Parkhaus so wenig Platz hat im Vergleich zu dem großen Parkplatz, weil das sieht ja eigentlich von der Fläche her fast so aus, als wenn das einfach drei von denen übereinander gestapelt werden, aber irgendwie. Naja, egal. Ich glaube, das können wir einfach löschen tatsächlich. Da müssen wir, glaube ich, nicht warten, bis die das leeren. Ich mach das einfach jetzt mal weg, weil das führt nur zu Staus hier an der Stelle. Und das ist, glaube ich, nicht so schlau. Und die können ja jetzt hier hinfahren auch. Alter Schwede. Ja, überhaupt kein Chaos, nicht schlecht. Was ist der Unterschied zwischen der normalen Version und der Ultimate? Und welche würdest du empfehlen und wieso, beziehungsweise welche hast du? Oh Gott. Ehrlich gesagt kann ich es gerade nicht beantworten. Das müsste aber bei Steam eigentlich immer dabei stehen, was der Unterschied ist. Was da mit drin ist und was nicht. Das ist mit Season Pass, dann kriegst du die DLCs dazu, wie es aussieht. Ja, nee, weiß ich nicht, ob das so lohnenswert ist, ehrlich gesagt. Muss man. Das kommt halt drauf an. Wenn du der absolute Hardcore City Skylines 2-Fan bist und schon weißt, dass du hunderte Stunden
mit dem Spiel verbringen wirst und auch dir die DLCs sowieso gekauft hättest, wenn sie rauskommen, ja, dann ist es natürlich eine gute Idee, sich das gleich in der Ultimate Edition zu kaufen. Aber wenn nicht, dann nicht. Also, dann spar dir die Kohle und ja, kauf lieber die normale, würde ich jetzt sagen. Aber musst du selber sehen. Musst du auf jeden Fall gucken, ob es dir wert ist. Wir haben, glaube ich, echt so ein bisschen so ein Parkplatzproblem. Beziehungsweise generell so ein Verkehrsproblem hier. Ich glaube, die Straße ist hier generell auch schon wieder zu schmal an der Schule. Guckt euch das mal an. Das ist ja hier nur eine zweispurige. Und hier haben wir ja eine dreispurige und die wollen alle in die dreispurige rein. Ich glaube, da müssen wir mal was tun. Warte mal, wir müssen diesen Park hier nochmal woanders hinsetzen jetzt. Und mal hier diese Straße mal upgraden noch. Da ist ja jetzt eh gerade nichts. Das so machen, genau. Mach das mal so. Und hier ist jetzt ja eh auch schon alles weg. Da können wir auch mal ein Upgrade machen. Genau, dann schieben wir uns den Platz oder den Park einfach wieder hier hin. Oder eigentlich können wir ihn auch hier hinschieben, dann haben wir nämlich mehr Leerfläche da hinten. Wir nehmen einfach den Park und schieben ihn woanders hin. So sieht's aus. Oh, hier könnte man noch so viel kommen. Ich mache hier noch Kommerzzonen. Irgendwie wollen sie die gerade nicht bebauen. Ich weiß echt nicht, warum sie das nicht wollen, aber ist mir jetzt egal. Ich baue das jetzt da trotzdem hin. Jetzt, na, so langsam kommen sie hier zu Potte. Vielleicht braucht man da echt ein paar mehr Menschen noch. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier nochmal ein bisschen mehr Anwohner noch ansiedeln? Wir haben ja auch eine Nachfrage nach hoher Wohndichte, sehe ich gerade. Dann mach mal hier gleich noch hohe Wohndichte. Und hier vielleicht auch gleich noch. Schön hier direkt an der schmalen Straße. Vielleicht sollten wir da auch lieber mal Einbahnstraßen machen, tatsächlich. Das ist auch so eine Idee, Spielbär. Das hast du auch nicht gemacht bisher. Also quasi von hier einfach hier rüberziehen, eine Einbahnstraße, dass wir nur von einer Seite in diese Straße reinfahren können. Das kann, glaube ich, an den Nebenstraßen das Verkehrsproblem auch ein bisschen abschwächen nochmal. Dass man manche Straßen einfach nur von einer Seite benutzen kann und nicht von beiden Seiten. Industrienachfrage ist gerade relativ hoch. Da könnten wir jetzt hier hinten nochmal was machen. Hier ist ja okay. Hier ist ja weit genug weg vom Stadtzentrum. Wenn wir hier die Industrie ausbauen, sollte das eigentlich okay sein. Mal gucken. Kommen wir hier runter durch? Nee, ne? Da ist die Stütze im Weg. Ah doch, das geht. Es geht alles. Alles gut. Da macht man nämlich hier auf den Streifen jetzt nochmal Industrie, weil da ist gerade Nachfrage. So, und das bläst ja hier den Dreck jetzt in die Richtung aufs Meer. Und solange wir hier nicht weiter reingehen jetzt, also weiter Richtung Meer bauen, sollte das eigentlich von der Luftqualität her auf jeden Fall passen. Lol, die Bäume haben sie jetzt doch ein bisschen überfordert, glaube ich. Das ist immer so lustig, wenn du an der Straße was änderst, sind sie erstmal komplett überfordert. Hier haben wir das sogenannte Autoknäuel, das ist auch schön. Das ist ein Verkehrsknoten hier, den wir hier sehen. Wenn der eine in den anderen fährt, dann weißt du, dass dein Verkehrskonzept funktioniert. Die Einkaufstüten und Bierkästen 500 Meter schleppen, hurra! Ja, ach keine Sorge, irgendwann gibt es dann so Flugtaxis, die dich dann zu deinem Balkon hochfliegen. Aber da müssen wir noch ein bisschen mehr Technologiefirmen in unsere Stadt holen, glaube ich. So, wir machen jetzt einfach hier nochmal ein kleines bisschen was von diesem Gewerbeflächen weg tatsächlich, weil irgendwie wollen die hier gerade nicht so mit ihrem Gewerbe. Was sind 3 und 6, genau, weil dann machen wir nämlich hier nochmal mittlere Bebauungszone. Ach was, jetzt haben sie was gebaut da an der Stelle? Wollt ihr mich gerade rollen? Warte mal, mach das nochmal zu. Ja, lol, jetzt haben sie da was gebaut. Industrie? Ne, Moment, nicht Industrie. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Das solltet ihr nicht machen. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. So haben wir nicht gewettet. Aufhören, aufhören. Pfui, pfui, aus. Ihr sollt da Nee, Quatsch. Wohnungen sollt ihr da machen, Mensch. Und das bitte da auch nochmal wegmachen. Dankeschön. So, Wohnungen wollen wir da haben an der Stelle. Auf jeden Fall, denn da ist nämlich gerade Nachfrage. Straße, genau. Und da ist ja jetzt der Park. Ich wollte ja hier eigentlich die Zentralbank bauen, ne? Aber ich habe jetzt gerade schon wieder nicht die Kohle für die Zentralbank. Müssen wir mal ein bisschen Geduld haben. Da brauchen wir, glaube ich, noch den Stufenaufstieg vorher. Das kann ja nur einem Berliner gefallen. Die Parkplätze entfernen?
Ey, ich habe sogar die Parkgebühren für die Parkplätze erhöht. Stimmt, hatte ich das jetzt eigentlich schon aktiviert hier in dem Viertel? Wir sind ja hier im Univiertel eigentlich. Hier, Univiertel, genau. Hatte ich das hier schon angemacht? Ja, hatte ich. Recycling hatte ich auch schon angemacht. Dann ist ja eigentlich das meiste von der Stadt ist ja dann eigentlich schon abgedeckt. Hier braucht man eigentlich noch ein Viertel. Stimmt, das habe ich noch voll verpennt. Das wollte ich noch machen. Lol. Spielbär, hast du wieder nicht aufgepasst hier. So, machen wir. Warte. Hier an den Punkt, genau. Dann hier hin. Und dann macht man am besten hier entlang des Flusses, machen wir das Viertel mal. So, dass der Fluss die Trennlinie ist. Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Nee, warte mal, das war jetzt falsch. Hä, was macht er denn da jetzt? Stopp. Nee, warte, ach so, dann geh hier oben lang. Okay, das will er auch nicht machen. Nee, dann warte, dann geh so lang. So hier nach oben, genau. So. Will er auch nicht machen. Hier. So. 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 So und so. Grüntal. Ja, ist okay. Lass mal den Namen mal, ist okay. Machen wir mal hier Parkgebühren, ne? Parkgebühren schön hoch. 15, genau. Hatten wir das hier auch schon eingestellt mit den 15? 14, ja, machen wir es ruhig noch ein bisschen teuer. Immer schön rauf mit den Parkgebühren. 15, genau, nice. Und Recycling aktivieren, ganz wichtig. Sehr schön, sehr schön. Dann recyceln die hier jetzt nämlich auch in dem Viertel. Und hier oben müssen wir dann auch noch ein Viertel erstellen, glaube ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nice, nice. More High-End Store. Okay, hier haben wir jetzt ein Umweltverschmutzungsproblem. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Da müssen wir jetzt doch die Industrie hier nochmal in dem Streifen auf jeden Fall zurückbauen. Das machen wir jetzt mal gleich. Und an dieser Stelle endet diese Folge City Skylines 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu City Skylines 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen, damit es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!